Punkte zu entwerfen. Und 2003, hier im Zentrum, bei der Airpower. Hat man gar nicht mehr gewusst, wie schnell die Jungs reagieren können, wenn sich da der nächste Slalom auftut. Ja, unglaublich, in welchem Höhenregime sie da agieren. Also 120 Meter Übersprung, also 10 Meter hohes Grenzen, wo sie die Grenze durchzulegen. Und unser Peter Besch in den WNC, der Corbus, der ist in Pension gegangen. Red Bull, der ist in Pension ist er gegangen. 2014 hat er den Abschied gefeiert, aber er kann es nicht lassen. Und da war eben eine Entwicklung selber dabei, mit der ist er auch geflogen, das Red Bull Ares. Aber er ist immer noch nichts von der Marina. Gewisse Figuren, Tugendfiguren, Überschläge. Und er ist ja mit seiner Maschine bekannt geworden in der ganzen Welt, wie er mit einem furchterregenden Manöver, nämlich in Budapest, kopfüber auf die Donau zugeflogen ist und unter der Kettenbrücke durchgestürzt geflogen ist. Peter Bescheny. Daraufhin hat man den Start für die Air Races reglementiert. Da hat man gesagt, du musst mit einer gewissen Geschwindigkeit, mit einem gewissen Einflugwinkel erst in diesen Kurs starten. Das war Wahnsinn, was er da gezeigt hat, aber er hat bewiesen, er kann es, er hat es drauf. Er ist zweimal durchgeflogen mit dem Rücken, einmal in der Normalfluglage, das war ihm zu wenig und dann auf einmal der Rückenflug. Und er zeigt uns jetzt, wie gesagt, ist zwar in einer Red Bull Air Race Pension, aber er zeigt uns, was er da noch alles drauf hat, was sein Flieger zulässt und das wirklich auf engstem Raum in Sekunden. Schnelle. Er hat den ganzen Sport geprägt und er ist einer der populärsten Sportler Ungarns. Peter Bescheny, beispielsweise auch für so Flugkunststücke wie Knife Edge Spin, also diese messerscharfe Drehung, bekannt und berühmt geworden. In 50 Jahren hat er bereits begonnen, eine Erfahrung von über 8000 Flugstunden hat er, der Peter Bescheny. Im Juni ist er mittlerweile 60 Jahre alt geworden. Aber das ist lange kein Grund, hier aufzunehmen. Peter Bescheny und sein Kunstflieger, die Corvus, der Racer. Viel Vergnügen jetzt mit diesem Akrobatikrennen, dem Spiel der Perfektion in Zeltwin. Bis zur 14-fachen Erzbeschleunigung, die da auf den Körper von Peter Bescheny wirken. Ja, aber das hat ihn scheinbar jung gehalten in seinen 60 Jahren. Ja. Das hält scheinbar lang, diese Gehkräfte. Und ja, was steht in seiner Vita? 30-facher Medaillengewinner in der unlimitierten Klasse bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Er ist Testpilot. Und seit 2001 wird gesponsert von Red Bull.
bright days I might start breaking. War jahrelang ein Kontrahent von Hannes Ahl, dem Red Bull Air Race Weltmeister des Jahres 2008, dem Steirer, der in Spielberg auch heuer wieder für Furore gesorgt hat. Sind jahrelang gegeneinander geflogen. Die WM heuer beim Red Bull Air Race ist ja noch nicht entschieden. Die entscheidet sich Mitte Oktober in Las Vegas. Da wird sich entscheiden, wer der neue Red Bull Air Race Weltmeister 2016 ist. Spielberg war ja eine Station der diesjährigen Weltmeisterschaft. Heuer früh im Programm, vor 2 Jahren war es noch das WM-Finale. Da ist ja Hannes Ahl ganz knapp dem WM-Titel, ja, am WM-Titel vorbeigeflogen. Heuer ist es Las Vegas. Die Stadtentscheidung. Ganz ehrlich, Rolli, wenn du Peter Peschini zusiehst und du bist Gegenkämpfer in deinem Eurofighter gewohnt, würde dir denn nicht auch schlecht werden? Als Mitflieger auf alle Fälle, ja. Schon. Wenn man es selber in der Hand hat, dann ist es ein wenig leichter, aber als Mitflieger, da bist du wirklich nicht gefeit, bevor ich jemanden liegen würde. Das beruhigt mich jetzt, weil ich habe gedacht, nur ich habe einen schwachen Magen. Ja, besonders bei diesen schiebenden Figuren, also das verträgt der Magen nicht so leicht, ja, vor allem die gerissenen Figuren. Also da musst du wirklich standfest sein. Sagt einer, der wirklich viel geht. Mittlerweile auf seinem Körper gespürt hat. Und jetzt ist er richtig tief unterwegs. Ja, aber das ist er gewohnt, dieses Terrain, da fühlt er sich echt so richtig wohl wahrscheinlich. Jahrelang in diesem Niveau geflogen, wie geht's in dieser Höhe ungefähr? Ja, 15 bis 25 Meter, so ein Air Race Gate. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund, dieser Narren. Peter Peschini hatte schon vor 25 Jahren sein Talent bewiesen, als er bei einem Wettbewerb mit einer 13 Jahre gekommen ist, Slim 50 geflogen ist und hat dort den 2. Platz belegt. Der nächste Pilot mit einem Slim 50 war auf Platz 20. Er ist, und das macht das auch so besonders, ein absoluter Profi, weil der lässt es nur spielerisch wirken. Der lässt die schwierigsten Manöver spielerisch aussehen. Es geht in eine Tailslide wahrscheinlich über, also die Fahrt null abgenommen mit dem Seitenruder, hat jetzt einen Turn gemacht. Ja. Bei der Entwicklung vom Red Bull Air Race war natürlich maßgeblich beteiligt bei den Pylonen. Es ging um die Reißfestigkeit der Pylonen, weil sie duschiert ja mit den Tragflächen. Und da hat sie Versuche mit Tragflächen auf Autos montiert, um die Pylone zu duschieren. Da war er selbst am Steuer und hat das selbst ausprobiert. Und er war auch der Erste, der dann mit dem Luftflugzeug bewusst in die Pylone geflogen genau, ist. Genau, er war der Erste, der bewusst auf dieses Hindernis geflogen ist. Er wollte es wissen. Ein Pionier. Und da winkt er uns, Peter Peschini. Wir winken zurück.